Endlich können wir Schätze bergen und wir beginnen auch direkt damit. Ich bin zum ersten X gefahren und packe nun meinen Bergungsarm aus. Alles klar, Domi, ich erkläre dir, wie man Schätze birgt. Alle möglichen Schätze schlummern auf dem Boden des Meeres. Benutze den Bergungsarm, um diese Schätze hochzuziehen. Siehst du den Balken, der den Arm kontrolliert am Boden des Bildschirms? Zieh diesen Balken nach rechts und links, um den Arm entsprechend zu bewegen. Zieh ihn nach oben oder unten, um zu bestimmen, wie schnell der Arm sich bewegt. Aber da unten sind Oktominen, die explodieren, wenn du sie berührst. Es braucht eine ruhige Hand, um den Arm vorsichtig zu lenken und ihnen auszuweichen. Oh Gott, okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das hier nicht so ist wie in The Wind Waker. Da hat man ja einfach sein Ding ins Meer geschmissen und hat dann den Schatz sofort bekommen. Aber hier spielt man noch ein komisches Minispiel mit uns. Steuerung ist ganz okay, aber man muss auf jeden Fall in der Nähe des Balkens bleiben, was... Naja... Also wenn es um die Schnelligkeit geht, dann kann man schon mal was versauen. Oh nein, fuck. Toll, das war aber auch fies. Jetzt hat er mich gut ausgetrickst. Man darf auf gar keinen Fall diese seltsamen Minen hier ansteuern. Weil die sind echt nicht gut drauf. Hilfe. Ja, geh doch nach links. Ah, es geht nicht weiter nach links. Okay, gut. Zwei beschissene Treffer. Ich glaube, ich bin immer gleich da. Na, Gott sei Dank. Man hat 5 Leben insgesamt. Aber, ja, fürs erste Mal war es ganz okay. Was? Oh nein. Ach, das habe ich ja schon fast befürchtet. Die ganze Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich werde sacken. Ich muss das Ganze auch noch nach oben befördern. Und gerade eben frage ich mich, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe nur noch 2 Leben und ich finde von unten nach oben schwieriger als von oben nach unten. Vor allem, weil die Viecher jetzt auf mich zuschwimmen. Ja, aber was ist denn eigentlich in der Truhe drin? Wenn es auf dem Weg nach unten schon Rubine in Blasen gab, dann glaube ich eher weniger, dass sich da Geld drin befindet. Aber was soll es sonst sein? Herzteile gibt's ja keine. Vielleicht... Nee. Also weitere Schatzkarten, das wäre ja total dämlich, oder? Komm schon, wir schaffen es. Wir schaffen es. Bitte, ich darf mir noch einen Fehler leisten, aber keinen weiteren. Auf gar keinen Fall. Ja, komm, 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 komm. Ist das das Ziel? Ja. Puh. Boah, das ist echt gar nicht mal so leicht, du. Scheiße. Und das muss ich jetzt bei jedem einzelnen X machen. Die Frage ist, man wollte dieses Minispiel sehen. Wenn es immer die gleiche Konstellation ist, schneide ich es raus. Wenn es unterschiedlich schwer ist, dann... Ja, lassen wir es mal so. Oh, und ich habe ein Schiffteil gefunden. Der Dornengeländer. Ja, wenn du in die Werft gehst, kannst du diese Teile auswechseln. Sieh auf dem Sammlungsbildschirm nach. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt nichts, was ich brauche. Das ist halt nur so ein Zeug, womit man sein Schiff modifizieren kann. Also wahrlich nichts Besonderes. Ich gehe jetzt mal zum nächsten X, weil ich vorhabe, zumindest auf dieser Karte, alle Schätze zu bergen. Angeln habe ich nach wie vor keinen Bock. Ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll. Das könnt ihr mir vielleicht mal schreiben. Für was ist Angeln gut? Kann man die Fische dann verkaufen oder was soll das? Joa. Da drüben sind Steine. Warum sind hier Steine? Na, fahr weiter. Das ist auch relativ sonderbar, oder? Das muss doch einen Grund haben. Vielleicht ist da eine versteckte Insel oder sowas. Gibt ja einige, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Das haben wir auch selber schon festgestellt, nicht wahr? Naja. Aber erstmal packe ich hier mal wieder meinen Bergungsarm aus und... Ups, verklickt. Ich meinte natürlich meinen Bergungsarm und nicht die Karte. Jetzt habe ich dich. Okay, also ist es die gleiche Chose nochmal, oder? Hä, wieso habe ich denn nur 2 Leben? What the heck? Ich dachte, das Ding regeneriert sich genauso wie das Schiff. Aber anscheinend nicht. Oh, die können auch noch blasen und mich entbehindern. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt packen werde mit 2 Leben. Also es wäre schon eine Glanzleistung im 2. Versuch. Also ihr wisst, was ich meine. 2. Versuch insgesamt. Oh! Bei diesem Schatz probiere ich es natürlich gerade zum ersten Mal. Ich habe ja noch nichts geschnitten. Das finde ich so fies. Was soll man da bitte machen? Oh, ein Zwanni. Komm, nehmen wir wenigstens den noch mit, weil ich glaube nicht, dass ich mit der Truhe nach oben komme. Oh, Christ. Ich habe es zwar nach unten geschafft und wurde nur einmal getroffen, aber irgendwie denke ich, dass es jetzt fieser wird. Ja, ich muss mal schauen, wo man den Bergungsarm reparieren kann, weil der regeneriert sich eben nicht so wie das Schiff. So sieht es zumindest nach derzeitigem Stand aus. Oh, ich mache es am besten ganz langsam. Das dauert dann zwar ewig und nimmt mir voll die Zeit weg, aber dann haben wir wenigstens diese Truhe noch.
heil nach oben gebracht. Ich weiß nicht, wie findet ihr das beim Zuschauen? Ist es spannend? Also beim Zocken? Ich bin kurz vorm Zittern, ehrlich gesagt. Es spannt end an. Oh nein. Oh nein, das Gebläse, das Gebläse. Ich muss den da weglocken. Oder durch. Nein, nein! Okay, Leute. Man kann das Ding auf Insel Melka bei der Schiffswerft für überteuerte 100 Rubine reparieren. So, das sei schon mal gesagt. Boah, Alter, ist das schwer. Allerdings gab es hier auch einen großen grünen Rubin. Und zwar hier rechts. Den habe ich jetzt aber schon geholt, als ich es nochmal gemacht habe. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Aber wenn man sich den schnappt, dann hat man zumindest sozusagen eine Reparatur wieder gut. Lol. So komisch. Jetzt waren die irgendwie anders angeordnet als vorhin. Ich glaube, diesmal schaffen wir es ohne einen einzigen Treffer. Oh, Mann, musste das vorhin ausgerechnet schief gehen? Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, das war schwieriger als das davor. Auf jeden Fall. Ist da jetzt auch was anderes drin als so ein beschissenes Schiffsteil? Sonst ist es das echt nicht wert. Oh, ja, Lebenssand. Deine Sanduhr misst jetzt eine Minute mehr. Ist das gut? Ich glaube schon, oder? Okay, wir sind exakt da, wo das Wappen ist, aber es ist nichts hier. Jedenfalls nichts, das wie das Wappen aussieht. Nun, vielleicht ist es... auf dem Grund des Meeres. Glaubst du... dass wir suchen sollten da unten. Aber mehr kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ich kann nicht mal schwimmen, Domi. Okay, ich habe mich jetzt kurzerhand entschlossen, mit der Story weiterzumachen. Aber wie es aussieht, muss ich selbst hier den Bergungsarm einsetzen. Ja, es passt ja auch gut, weil kurz davor bekommt man ja auch den Brief. Und so wollen die Macher anscheinend sicherstellen, dass man das Ding auch auf jeden Fall kauft. Aber wie zur Hölle soll das jetzt gehen? Ist der Dungeon unter Wasser oder was? Weil an der Stelle ist ja eigentlich der dritte Dungeon mit der letzten Fee, mit dem letzten Lichtgeist, so gesehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da unten jetzt einen Dungeon rausziehe. Okay, WCH, wie komme ich denn an die 20 Rubine da ran? Komisch. Also da, glaube ich, müsste ich mich einmal treffen lassen, aber ich bin noch nicht bescheuert. Da lasse ich die 20 Rubine lieber liegen und nehme mir diese Truhe. Ey, Moment mal, vielleicht gibt es gar keinen dritten Dungeon. Vielleicht ist der Lichtgeist in dieser Truhe eingesperrt. Das wäre jetzt mal sehr überraschend. Ich hätte jetzt aber auch gar nicht so was Großes dagegen, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, das wäre ziemlich lol. Nein! Boah, ist das gefährlich. Aber wieder ohne einen Treffer. Ich glaube, ich habe mich verbessert. Juhu! Jetzt bin ich sehr gespannt. Was ist da? Ach, der Sonnenschlüssel. Ein alter Schlüssel, der irgendwie aussieht wie ein Muster, das du schon mal irgendwo gesehen hast. Hey, einen seltsamen Schlüssel hast du da. Er ist geformt wie eine Sonne, aber was hat das zu bedeuten? Ich weiß schon ganz genau. Wir müssen zurück auf die Insel des, was war das? Die da, glaube ich. Die andere da. Die ganz links. Insel Molude, genau. Da gab es doch so ein Tor für einen Sonnenschlüssel. Dann ist der Dungeon vielleicht da oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf dem Weg liegt Terrys Schiff. Ich schau mal vorbei, weil ich glaube, hier gibt es noch was, was ich brauche. Ja, auf jeden Fall. Was hat der Typ denn da? Ist das eine Bombentasche oder was? Also die drittgrößte? Tatsächlich, Bombentasche 1000 Rubine. Boah, nee, du. Das kann ich mir nicht leisten. Aber ich nehme... Moment, Moment, was ist das? Ein Schiffteil, ja, das juckt nicht. Dann kaufe ich bei ihm jetzt mal den blauen Tropfen. Das wird jetzt wahrscheinlich 500 Rubine kosten. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ach, hol dir doch erstmal den Herzcontainer. Aber, nee. Um das Spiel schwieriger zu gestalten, entscheide ich mich erstmal für den Weisheitstropfen und lasse den Herzcontainer bei dem goldenen Terry erstmal liegen. Okay, gut. Dann geht's jetzt erstmal weiter zum nächsten X. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich nicht nur jetzt alle X'e überprüfe, sondern auch noch da unten zu dem Schiff hingehe. Zu dem Schiff des Reisenden, weil auf dieser Seekarte habe ich den Reisenden noch gar nicht besucht.
Ja, und Terry hat mich gerade darüber informiert, dass man bei ihm auch so ein Sonderangebotsprogramm machen kann. Also wenn ich 20 Punkte habe, sprich wenn ich 20 Items von ihm gekauft habe, dann ist er glücklich und gibt mir was Besonderes oder so. Eine besondere Mitgliedskarte. Könnte sein, dass sein Zeug dann billiger wird. Wollen wir es hoffen. Aber was ich geil finde an dem Spiel bis jetzt ist, dass das Geld hier auch echt eine große Rolle spielt. In vielen Zeldas war das... Was zum Teufel, ein Pirat? Lol? In vielen Zeldas war das Geld nicht wirklich wichtig. Und hier ist es ganz anders. Da gab es tatsächlich gerade einen Pirat. Ich habe ihn aber versenkt. Lölz. Ach komm, ihr scheiß Viecher, lasst mich mal in Frieden hier. Ich will einfach nur einen Schatz ausgraben. Darf man das heutzutage nicht mehr machen? Unverschämtheit. Okay, nächste Session. Das ist auf jeden Fall der Part der Schatzsuche irgendwie. Ich hoffe, es stört euch nicht. Also ich finde es eigentlich ganz spannend. Klar, es ist mal was anderes und vielleicht nicht so Zelda-typisch an sich, aber es gehört auch irgendwie dazu, oder? Und wer keinen Bock hat, der kann halt skippen und den nächsten Part gucken. Aber würde mich schon freuen, wenn ich das nicht hier für die Katz mache. Oh, dann 100er! Nein! Oh, yes! Ach, das ist ja leicht. Da ist ja schon das Ziel. Das ist ja geschenkt fast. Dödelödö. Also man kriegt auf jeden Fall immer Geld. Ja, im besten Fall noch ein 100er. Und eben etwas Besonderes in einer Truhe. Aber da das jetzt so einfach war, denke ich, dass das gerade mal ein komisches Schiffsteil wert ist. Wäre aber natürlich... Scheiße. Klar. Nein! Oh, voll verschenkt. Lame. Wäre natürlich schön, wenn da so ein roter Tropfen oder sowas drin wäre. Oder halt ein blauer. Ist mir egal. Irgendein Tropfen. Weil es würde sich schon anbieten, die... in die Schatztruhen zu packen, oder? Es gibt ja ohnehin so viele. Es kann ja nicht sein, dass da nur Sand und Schiffsteile drin sind. Und wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo auch mal einen Herzcontainer. Wäre voll episch. Diesmal ist es... ich hab's befürchtet. Nur ein lames Schiffsteil. Schade, schade, schade. Na gut, dann steuern wir mal das letzte X an und gehen gleichzeitig zu diesem seltsamen Reisenden da. So, okay. Und da vorne scheint auch nochmal so eine versteckte Insel zu sein oder so. Da können wir ja auch gleich mal vorbeigucken. Zumindest sieht der Felsen dort vorne aus wie eine Insel und nicht einfach nur wie so ein sinnloser Felsen, der den Spieler behindern soll. So, okay, komm. Oh, das wäre ja lame gewesen, wenn ich mich da getroffen hätte lassen. Weiß ich jetzt nicht, ob das grammatikalisch richtig war, aber es ist mir auch egal im Moment. Weil ich in einer... Drucksituation bin. Das war kein... Nein, das war keine Berührung. Auf gar keinen... Hallo! Ich lenk doch gegen! So ein blöder Scheiß, ey. Wenn man mal ganz kurz dieses blöde Teil da nicht berührt, dieses komische Viereck da, womit man das steuern kann, dann heult der gleich rum. Oder wenn man nur in die Nähe der Begrenzung geht, dann ist es gleich ein Treffer. Ja, nee, ist klar. Komm, verpisst euch doch. Ach, leck mich am Arsch. Jetzt bin ich total draußen. Wahrscheinlich sterbe ich hier. Ich bin jetzt total verunsichert. Nach unten zu kommen, war eigentlich mega leicht. Na gut, komm. Wenigstens die Truhe haben wir noch. Dann repariere ich die Scheiße einfach mal wieder auf Screen für 100 Rubine. Kohle ist mir zwar wichtig, aber... Mei. Ich muss die dafür verpulvern, weil wir müssen nun mal jede Truhe rausholen aus dem Meer. Ach man, Mist, ey. Und nochmal so ein dummes Schiffsteil. Ja gut, wenn ich schon so viele bekomme, dann werde ich wenigstens auch mal mein Schiff umdesignen. Abgemacht. Abgemacht. Okay, Schiff des Reisenden. Was bist du für ein Typ, hä? Vielleicht kriegt man von dem auch einen Herzcontainer, aber ich glaube es eher nicht. Auf der oberen Karte haben wir ja mal einen besucht. Das war ein Fake-Link und ja, den musste man 100-mal treffen und dann gab es einen wunderbaren Herz... Oh, Container! Hier ist zwar tolle Musik, aber so toll ist es hier gar nicht, denn das Schiff ist irgendwie in Fängen dieser Gegner. Das sieht so aus, als hätten die den verletzt. Alter, geht's dir gut? Stell dich tot! Stell dich tot! Wieso stell dich tot? Ach so, er glaubt, ich bin böse anscheinend. Na komm, wach auf! Hey, guck mal, der hat Boomerangs da. Einen roten und einen grünen.
Ich will auch so einen coolen. Oder den Schild. Komm, Link, schmeiß dein Schild weg und nimm dir den. Damit sind wir dann voll overpowered. Ja, was soll ich denn hier machen? Geh weg, weg von mir! Vielleicht ist hier irgendwo irgendwas, womit ich ihm beweisen kann, dass ich lieb bin. Nein. Aber er sagt immer was anderes. Wie lästig! Hey, was? Ach so, man muss ihn einfach nur oft genug ansprechen, alles klar. Hm? Die Monster sind schon lange fort? Ja, nichts ist besser, als sich totzustellen, wenn Monster in der Nähe sind. Mir scheint, das ist das erste Mal, dass wir uns treffen. Ich gehöre zur Marinewachtruppe. Mein Name ist Naiv. Geiler Name. Um den Frieden auf dem Meer zu bewahren, patrouilliere ich Tag und Nacht. Schön, dich kennenzulernen. Oh, und hier, das ist dafür, dass du mir geholfen hast. Na, das große Schild? Nein. Kein großer Schild, sondern einfach nur eine lame Kette. Bist du glücklich? Du bist glücklich, oder? Nein. Es gibt niemanden, der sich nicht über Geschenke freut. War es das jetzt echt schon? Oder hast du noch irgendwas anderes zu bieten? Ich trat der Marinewache bei, weil ich mehr wie mein Bruder sein wollte. Ich meine, er ist ein Held. Oh, warte. Du hast ihn schon getroffen? Wenn du ihn finden konntest, vielleicht findest du ja auch mein Wächternotizbuch. Okay, jetzt wird's interessant. Der Bruder, von dem er spricht, ist auf jeden Fall dieser Link-Fake. Hm. Wächternotizbuch. Vielleicht findet sich das ja auf einem dritten reisenden Schiff. Weil es gibt ja noch zwei Kartenhälften, wo wir noch gar nicht waren. Nun denn, ich möchte jetzt erst einmal... Moment, ich habe die falsche markiert, ne? Oder? Hä? What the hell? Moment, ich wollte zu dieser komischen Insel, die ich gesehen habe. Oder habe ich mich getäuscht? Es gab gar keine. Ah doch, da, das Ding da vorne. Jetzt hat sie es auch erkannt. Look! Sagt sie jedes Mal. Schau, da ist eine Karte. Quatsch. Eine Insel, die nicht auf unserer Karte eingezeichnet ist. Wollen wir Kurs nehmen? Ja, wollen wir. Und sobald Ciella sie sieht, zeichnet sie sie netterweise auch auf unserer Karte ein. Oh, die Insel heißt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die anderen hatten zumindest einen Namen. Das weckt mein Interesse. Ich schaue auf jeden Fall mal vorbei. What's going on here? Insel der Lichtgeister. Ja, plötzlich hat sie einen Namen. Komisch. Moment, Lichtgeister? Dann wohnen die hier, oder was? Also auf jeden Fall... habe ich mich nicht verlesen. Oh, was macht denn ihr hier? Das gibt's doch nicht, dass ihr einfach überall seid. Lästige Viecher. Der Schrein auf der Insel der Lichtgeister. Die Lichtgeistdiener kamen vor langer Zeit hierher auf der Suche nach einem Weg, das Böse zu besiegen. Die drei Lichtgeister benutzen die Lichtgeisttropfen, um die Macht zu erlangen, die sie brauchten. Ah, okay. Hier kommen diese Tropfen irgendwie zum Einsatz. Aber wir kommen da nicht rein, oder? Oder doch, 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 doch. Was geht da ab, hä? 10 Lichtgeisttropfen geben dem Lichtgeist große Kraft. 20 Lichtgeisttropfen sind vonnöten, um seine volle Kraft hervorzubringen. Was? Soll das heißen, es gibt 20 rote, 20 blaue und 20 grüne? Nee, ne? Ich dachte nur 10. Rüste dich mit erstarkten Lichtgeistern aus, um deine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Öffne deine Sammlung und berühre das Lichtgeist-Symbol, um einen Lichtgeist auszuwählen. Wenn du denselben Lichtgeist ein zweites Mal berührst, legst du ihn wieder ab. Du kannst die Kraft eines Lichtgeistes nur benutzen, wenn du ihn gewählt hast. Merk dir das. Aber das geht erst, wenn sie mindestens 10 Tropfen haben, oder? Oh, und hier kann man die Dinger anscheinend reinwerfen oder sowas. Dummy! Ich bin die Dienerin der Göttin der Lichtgeister, die in dieser Quelle wohnt. Ich habe schon auf dich gewartet. Die Lichtgeister, die mit dir reisen, haben noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet. Um ihre Kraft zurückzugewinnen, musst du die Lichtgeisttropfen finden, die in aller Welt verteilt sind. Dann musst du sie hierher bringen. Krafttropfen für den Lichtgeist der Kraft, Weisheitstropfen für den Lichtgeist der Weisheit und Glückstropfen... Egal. Sammle diese und diese Lichtgeister entfalten ihre wahre Stärke. Dann werden sie dir bei deinem Abenteuer sogar nützlicher sein. Welche Lichtgeisttropfen willst du da reichen? Erstmal keinen. Okay, dann ciao. Weil, wenn es eh nichts bringt, dann lasse ich's, damit ich einen Überblick behalte.
Okay. Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Interessant. Und wir kriegen einen Muttropfen spendiert. Vielen Dank. So, da drüben ist auch noch etwas, aber da kommen wir nur hin, wenn wir den Enterhaken haben, denke ich. Ich markiere mir das wie immer auf meine Karte. Ja, dann ist es schon mal gut, dass wir diese Insel gefunden haben, denn sie sieht sehr, sehr wichtig aus. Aber wir können aktuell noch nichts hier tun. Also geht's zu Insel Molude. Was? Okay. Was ist das? Keine Ahnung, irgendwas Hässliches. Dieses Riesenmonster lässt uns nicht anlegen, Tommy. Sein Schwachpunkt ist... Wenn ich das nur wüsste, aber der Schwachpunkt muss irgendwo auf seinem Körper sein. Eines weiß ich, setz einen neuen Kurs, damit wir in Bewegung bleiben. Verwirre es, bis es dir seinen Schwachpunkt zeigt. Aber falls es angreift, sitz nicht untätig rum, sondern wehr dich mit der Kanone. Oh nein, ein Seekampf, das kann ich mir ja auf dem, also bei dem Spiel gar nicht vorstellen. Ich fahr mal im Kreis am besten. Ah nee, oder? Ich glaube, ich muss das Auge treffen. Aber da das Auge jetzt geschlossen ist... Crap, ey. Irgendwie bewegt sich das Ding gar nicht. Ich dachte, es verfolgt mich, aber das tut es offenbar doch nicht. Ja, dann halt mal an. Komm, dann geh mal zurück. Die Musik ist sogar ausgegangen. Ist der Kampf jetzt abgebrochen worden, oder was? Ich wollte nicht flüchten, sorry. Das war gar nicht geplant. Aber das nervt doch total, wenn ich ständig... Was ist jetzt wieder los? Hallo? Ist das Ding verschwunden? Na, ich wollte schon kämpfen, sorry. Aber das nervt total, wenn ich jedes Mal einen neuen Kurs einzeichnen muss. Oder ist der Spacken jetzt weg? Das glaube ich eher nicht, weil das sah schon noch einen Bosskampf aus. Man muss ihn besiegen, oder? Na klar. Gut, dann kämpfen wir halt. Ja. Dummerweise sind da hinter ihm eine Menge Bombenfässer, von denen ich ebenfalls verletzt werden kann. Ja, was soll ich machen? Ich fahre jetzt einfach mal hier so hin und her. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich tun kann, oder? Mal im Ernst. Was soll ich sonst tun? Ich muss das Auge auf jeden Fall treffen. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Aber wenn man weit weg ist, dann trifft man das Viech nicht mehr. Ach, jetzt greift es ohnehin an. Ja, genau. Genau auf ihn steuern. Super. Komm schon, treff ihn. Den blöden... Steppen da mit seinem hässlichen Auge. Volltreffer. Ich glaube, meine Taktik ist gar nicht mal so doof. Jetzt greift er wieder an. Mein Schiff kehrt um. Ah, der kann mich hier nicht treffen. Er trifft die Insel, obwohl er mich treffen will. Idiot. Und hier kommt mein Konter, mein Freund. Oh, ich habe geschielt. Oh, ich null. Ich war so nah dran und habe dann geschielt. Crap, warte, komm, mach mal kürzere Linien. Das geht schon so. Also hier, das hat sich ganz gut bewährt. Was ist denn? Wieso kann ich das jetzt nicht ändern? Anhalten und neu formieren. So, ja. Ich möchte das so. So ist sehr gut. Weiter geht's. Immerhin, wenn ich einen neuen Kurs einzeichne, dann friert das Spiel ein sozusagen und er kann mich dann nicht treffen. Also man kann sich wirklich alle Zeit der Welt nehmen, um nachzudenken. Das ist schon sehr sozial. Dritter Treffer. Ich denke, er hat 5 Leben. Schwierig ist es nicht. Er hat mich schließlich noch kein einziges Mal getroffen. Und wie wir wissen, habe ich hier Schutz. Also hier kann ich in aller Ruhe wenden. Lol. Ganz gechillt. Jetzt kommt das Auge wieder. Und mein Konter. Bams. Du Nullnummer. Na komm, schieß deine Kotze auf mich. Aber ohne Scheiß, es sieht aus wie Kotze, oder? Was ist denn das? Das sind irgendwie Stachelkugeln. Vielleicht so... ja, vergiftete Seeigel. Wobei die eh schon giftig sind. Aber er hat seine eigene Gülle noch drüber gekotzt und, naja, die ist auch nochmal toxisch. Ja, das ist eine Null, eine Zange, nichts anderes. Zeitverschwendung. Lol. Gute Arbeit, wir haben es geschafft. Wir beide sind ein tolles Team, Kleiner. Achso, das ist aber der andere Spacken, na egal. Nun, können wir hier anlegen. Ich dachte, das labert Ciella. Aber anscheinend nicht.